Servus und willkommen zu Forts. Wir sind wieder im 1v1 Ranked auf der wunderschönen Map Stalaktiten. Die Commander seht ihr wie gewohnt unten eingeblendet. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Game. Wir gehen auch direkt rein und wir sehen ganz klassisch bei uns die dritte Mine. Die Werkstatt kommt. Und auf der anderen Seite dritte Mine und zwei Gunner extra. Das Metall hier oben wird verkauft zu Hintergrundholz. Ich denke mal, das wird der Spot für die Turbinen. Bei uns genauso. Bevor ich hier was abbaue, habe ich hier erst das Energieschild reingezogen. Weil ich halt irgendwie Angst, dass der Minigunner mir da oben reinhält und ich doch dann irgendwie in Schieflage komme. Bei ihm, er baut noch ein bisschen Hintergrundholz bei. Ich war mir nicht sicher, ob das Schaumraketen werden oder nicht. Ich habe mal reingehalten, viel zu tief, ich wollte eigentlich hier oben rein. Ich habe gesehen, dass hier Hintergrundholz ist, aber noch kein Energieschild gehört. Jetzt kommt das Energieschild bei ihm. Der Minigunner schickt einen Gruß, er trifft besser. Allerdings, Gott sei Dank, nur das Energieschild. Und ja, bei uns kommen die ersten Schaumraketen. Ich wollte eigentlich Nukes spielen, erstmal mit Schaumraketen ein bisschen harassen. Dann upgraden, Nukes und finishen. Yo, ich sag mal, das hat in der Theorie auch gut geklappt. Mit dem Minigunner arbeiten wir ein bisschen weiter. Einfach hier ein bisschen harassen, bisschen stören und bei ihm kommt hier das Upgrade Center. Und ansonsten ist er eigentlich sehr still, ruhig. Sammelt seine Ressourcen, baut ein bisschen noch bei, aber es passiert jetzt nichts Spektakuläres. Bei uns, da ich keine Ahnung habe, was kommt und der wirklich nichts macht, rechne ich mit Raketen. Ich habe aufgrund der Tatsache, dass das hier Vordergrundholz ist, ausschließen können, dass hier Nukes kommen. Allerdings die Boxen hier unten, dachte ich mir, das könnten Raketen werden. Bin ich jetzt nicht so der Fan von. Ich habe einen Sniper hier oben und einen hier unten. Da die ja getarnt gebaut werden, war es mir relativ wurscht. Weil wenn der drauf geht, die Schüsse gehen aufs Energieschild, das ist mir wurscht. Und der hier oben, der bekommt eine Tür. Dann ist der relativ fein. Jo, ich wollte die vermeintlichen Raketen hier unten weg haben. Hört noch das Upgrade-Geräusch und war mir klar, gut. Das da unten, das sind dreimal Rockets. Und vielleicht hier oben oder sonst irgendwo kommt gleich schon eine Shotgun. Deswegen, da kommt der Gunner. Da unten kommen auch noch zwei Gunner. Und ich dachte mir, ich muss die Initiative ergreifen mit den Schwammraketen und halt einfach mal rein. Treffe hier auch relativ gut. Allerdings, ihr seht, die Dinger waren leer. War für mich so ein bisschen gut. Was hat er erst geupgradet? Weil ich habe jetzt das Upgrade-Geräusch fünfmal gehört. Vielleicht die Turbinen. Bin mir jetzt sicher. Und halt nochmal rein. Und bekomme hier plötzlich Quad-Damage. Und war für mich so, war die Tür auf gewesen? Was war denn los? Warum weint mein Chor? Die Bassor trifft nicht. Er nimmt seine Fähigkeit. Nimmt seine Minigunner und hält rein. Und unser Chor weint schon wieder und erst jetzt habe ich gepeilt, dass er unser Gürteltier spielt und das hier die AP-Minigunner sind. Und da wir bei uns nur diese eine Lage Stahl hatten und dann hier so ein Holzbrettchen, haben sie den Kern penetriert. In der Situation war mein Kern noch so bei 30% ungefähr. Das war, ja, sehr unfreundlich von unseren Kollegen hier drüben. Mit dem letzten Gruß der Basso habe ich das Ding unten abgeschnitten, was mir am meisten Sorgen bereitet hat. Weil jetzt bin ich mir sehr sicher, dass er nur die Minigunner hat und keine Raketen. Bei ihm, es kommt noch die vierte Mine. Und ja, die Waffenkammer läuft. Das heißt, es werden doch noch irgendwann Rockets kommen. Wenig unsere Fähigkeit. Und mit der Schaumraketen rein und ihr seht, unser Upgrade Center brennt. Ja, ich weiß nicht wieso, weshalb, warum, aber es brennt einfach und es verabschiedet sich. Also, erstmal keine Nukes.
Allerdings haben wir oben reingetroffen, wir konnten ihm das Energieschild wegholen und eine Turbine. Und ich habe für mich das hier oben als Main-Target rausgeholt, für die Schwammraketen. Weil, wenn er seine Turbinen da oben drin hat, ihr seht, die Schwammraketen machen bei Turbinen, Batterien und so weiter eine Menge Damage. Die Energie ist weg für ihn und ich weiß, dass die hier, die fressen ungemein viel Energie und Metall. Deswegen, also, man muss sich entscheiden, ob es sich lohnt, die zu bauen, wenn man auf ein aggressives Early geht, sind die richtig geil, ich lieb sie. Allerdings muss man auch die Ressourcen haben, weil das rausgesniped bekommen und die Schaumraketen alles, das ist schon verdammt schmerzhaft und teuer. Und hier kommen die Buster. Ich habe mir gedacht, wenn ich hier oben an und reinschneide, also reintreffe, kann ich noch abschneiden. War ein Ticken zu tief. Halt jetzt nochmal rein. Und wieder, wie gesagt, hier oben für den Spot. Ich will einfach gucken, dass ich ihn dafür sorge, dass er gar keine Energie mehr kriegt eigentlich. Treffe jetzt gut und dachte mir schon, ja, er ist weg. Und dann, nein, er ist nicht weg. Ja. Wir nehmen unsere Fähigkeit, seine Fähigkeit. Und wir halten nochmal rein mit den Schamraketen. Der hier unten, der Gruß, der war aus Versehen. Weil ihr seht, die hier, ja, das war alles andere als so geplant. Dafür kommen die anderen gut an und nehmen die eine Windturbine weg. Allerdings, der Plan mit den Nukes, er hinkt noch ein bisschen. Auf der anderen Seite, sein Sniper holt unseren weg. Allerdings haben wir oben noch einen zweiten und hier unten noch einen dritten. Von daher war das weniger dramatisch. Die nächsten Schaumraketen kommen. Er hat momentan keine Turbinen. Aber die Waffenkammer fertig. Das wird dann schwierig, irgendwas zu machen. Wir konnten hier seinen Sniper wegholen. Er brennt hier oben noch ein bisschen. Bearbeiten hier unten seine Gunner. Er replaced seinen Sniper. Und ich weiß nicht, wie es mit seinen Ressourcen aussieht, aber er müsste zumindest mal irgendwo Probleme haben. Wir hatten auf jeden Fall Energieprobleme, deswegen kommen da unten noch ein paar Windturbinen rein. Wir halten nochmal rein mit den Schamraketen. Hier oben für den altbekannten Spot. Und ja, die Buster schickt nochmal einen Gruß. Schaltet unten einen Zippel ab und ich denke mal, das sollte eine EMP werden. Wir replacen unser Upgrade Center. Und ich dachte mir, wenn mir das Spiel erlaubt, das Ding hier zu placen und mir erlaubt, die hier abzufeuern, dann kollidieren die nicht. Allerdings, ihr seht's, sie kollidieren. Das Upgrade Center ist im Bau, ich kann es nicht reparieren und schon wieder geht's. Wir haben unser zweites eigenes Upgrade Center zerstört. Auf der anderen Seite, er hat seinen Schwachpunkt hier oben jetzt verstärkt, sodass ich mit den Schwammraketen eigentlich gar nicht mehr reinkomme. Allerdings, seine Energieproduktion ist dadurch auch massiv gehemmt. Und ja, wir aimen weiter für den Punkt hier oben, weil das ist einfach sein Schwachpunkt momentan. Wir können auch seine Minen disconnecten. Es brennt ein bisschen, er hat hier unten was zu tun. Ja, also, er hat schon eine schwere Zeit und der eine Gunner hier, der wird die Raketen jetzt nicht alle stoppen. Auf der anderen Seite, wir haben unser Upgrade Center jetzt mal nach rechts gebaut, weil ich dachte mir, wenn es jetzt kaputt geht, ist auch wurscht. Ich brauche es nur ganz kurz, dass das hier genügt werden darf. Die Schaumraketen nochmal eingeaimt, fliegen nochmal. Der eine Gunner probiert wirklich sein Bestes, aber er schafft es nicht. Für ihn gut, dass wir noch keine Nuke haben, weil der Damage ist sehr überschaubar. Wir machen ein bisschen Branddamage, wir nerven ihn. Wir konnten ihm hier auch alle Turbinen erfolgreich wegnehmen. Allerdings, es ist kein Schaden dabei, der ihn jetzt umbringen wird. Wir hatten weiterhin Angst vor Raketen irgendwo, deswegen kommen hier noch ein, zwei Gunner. Ihr seht es hier unten einer gedeckt und hier hinter der Tür. Und die Sorge war sogar begründet in dem Fall, weil da kommt wirklich eine EMP. Die Buster hier oben wird ebenfalls gebaut. Ich habe mir den Spot für die Boss. Für die Boss-Saw. So gewählt, dass ich wirklich nur E drücken muss und die in einer geraden Linie eigentlich fliegen.
da ihr ein bisschen Schieflage habt, habt ihr gesehen, geht die Buster auf den Punkt, was nicht so berauschend ist. Seine EMP fliegt, connected, bisschen ärgerlich, vor allem weil die ganzen Turbinen deaktiviert und seine Flak hier oben, ja ich sag mal, holt gut 60% weg von den Schaumraketen. Jetzt sehe ich sie auch eben dafür und eben erstmal viel zu hoch und ja, der zweite Schuss trifft dann, zum Glück habe ich zwei Sniper und er geht nochmal auf Minigunner und hat zwei EMP. Wir schneiden diesmal ordentlich rein und er macht das, was er beim ersten Mal hätte tun sollen. Er reißt ab. Ich fand, das war eine lustige Runde, zumal wir es geschafft haben, uns zweimal selbst das Upgrade-Center zu zerstören und mir nicht gepeilt haben, dass das Gürteltier ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, über Like, Kommentar oder Abo würde ich mich freuen. Wenn ihr mehr sehen wollt, in der Beschreibung findet ihr Links zu mehr Ranked Games und zu Guides. Und wenn ihr selbst mal ein Replay zusenden wollt und sagt, guck mal drauf, analysiert das Ganze und gebt mir Feedback, in der Beschreibung findet ihr alles, was ihr dazu braucht. Ansonsten habt einen schönen Tag, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!